Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Fox and Forest. Es geht weiter mit der Welt 2.1, Tungus Forest oder Forst. So, ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, das Abenteuer geht weiter mit Rick. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet mit Herzen und so. So, mal gucken, was uns in dieser Jahreszeit uns erwartet. So, kriegt man den am schnellsten und am leichtesten tot. So. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Autsch. Eine Schatzkiste. So, hier wächst ein Pilz. So, hier oben haben wir noch was. So, warten wir mal kurz, bis wir wieder ein bisschen Magie haben. Die Magieleiste hat sich natürlich auch sich ein gutes Stück sich erweitert. So. Hier kommen wir wohl offenbar nicht weiter. So, hier haben wir noch einen Geheimgang. Eine Kiste. Ist aber nichts drin, außer Gold. Ah, Mist. Bisschen zu viel getraut.
hier nichts mehr, oder wie? Wow! Das Herz lassen wir mal. So, der verlangt schon 60 Münzen. Dann dürften wir eigentlich nicht mehr weit vom Ziel weg sein. Zum Glück können die nicht springen. Oh nee, blöder Geist. Oh, eine erweiterte Flasche haben wir bekommen. So, damit können wir natürlich wieder mehr Zauber tragen. Einen Zauber habe ich bisher noch nie gekauft. So, hier war da noch irgendwo ein Herz da unten. Ich weiß noch nicht, ob ich schon dran vorbei bin. Okay. Oh, jetzt sind die wieder da, die Schweine. Da ist auch noch eins. Oh mein Gott. Fledermäuse sind echt unfair da oben. Ist da keinen anderen Weg? Ja. Puh. Meine Herzen gehen langsam auch zur Neige. Das sieht böse aus, das sieht nach Stacheln aus. Oh mein Gott, bin ich da voll reingelaufen. Voll rein. Puh. Gar nicht mal so einfach, dieses Level. So, warten wir mal wieder, bis die Magie wieder hier sich einigermaßen gefüllt hat.
Zum Glück habe ich die erweiterte Magieleiste. Hier geht es auf jeden Fall schon mal definitiv weiter. Hier unten war halt noch was. Mich würde halt noch interessieren, was halt da unten ist. Okay, hier scheint gar nichts mehr zu sein. Oh, warte mal kurz einen Moment, bis die Magieleiste wieder voll ist. Eine böse Fledermaus, die man ganz leicht killen kann. Der magische Bogen ist echt eine gute Hilfe. Die Schweine ziehen 1,5 Herzen ab. Die Schweine. Und weg damit. Hier haben wir wohl nichts mehr. Nein. Oh, Herzen. Ah, mein Gott. Jetzt sind auch 1,5 Herzen ab. Haben wir auch noch was. Warten wir, bis die Magie sich wieder einigermaßen gefüllt hat. Blöde Magie. Bin froh, wenn ich die wieder voll habe. Zwei Herzen, okay, dann geht es auf jeden Fall definitiv noch weiter da unten, ja. Und wir haben einen Sam. Hier haben wir nichts mehr. Hier ist eh nichts, nein. Ja klar, natürlich. Wow. Kann es im Prinzip nur eins da nach oben gehen. Das andere gibt es gar nicht. Ja.
Wow. Warte mal kurz einen Moment. Da oben geht es wieder weiter mit der Reißleine. Na komm. Was? 150 Münzen für den Checkpoint. Boah. Ich weiß nicht, ob irgendwas ist. Verdammt. Scheint wohl nicht so zu sein. Da ich mich ja mit dem Level nicht so auskenne, keine Ahnung. Unnötige Treffer kassiert. Zu einer blöden Spinne. Ernsthaft jetzt? Oh mein Gott. Jetzt bin ich da hängen geblieben. Jetzt darf ich da wieder nach oben. Hey, gibt's noch jede Menge Zeug hier. Hier geht's auch noch weiter. Oh, hier kann man bestimmt die Steine zerschlagen. Irgendwann habe ich das Gefühl. Mit der neuen Technik. Oh, ein Geheimgang. Okay. Sehr interessant. Ja, wahrscheinlich macht man das mit einer Pfeile, die Steine zerschlagen, habe ich das Gefühl. So, lassen wir mal die Magieleiste ein bisschen wieder ausruhen. Ist echt ein bisschen nervig mit der Warterei. Okay, hier sind noch Münzen. Hier geht es auch noch nach oben, auf jeden Fall. Aber leider habe ich hier die Ding nicht. Oh, Herze und Kristalle. Oh Mann. Okay, hier geht's also schon mal. Ich hab's geschafft. Was hier in der Banane ist und tschüss Vogel. Wow. Das erste Level hätten wir geschafft. Oh, jetzt kommen wir in diese Brandgegend. Wäre Wipfel. Hier drin findet man nur 5 Samen. Boah, ich habe kaum was gefunden. Ich habe weder den Kristall gefunden, weder das Material. Nur 2 Samen und das war's schon. Ich würde sagen, lass uns mal gucken, was wir inzwischen uns wieder leisten können.
Ja, das habe ich eh nicht genug. Das kann ich mir leider noch. Leider gibt es das noch nicht. Das ist noch nicht verfügbar. Okay. Das kann ich mir hier leisten. Kann ich mir nicht leisten. Das Herz kostet 4000. Die habe ich halt leider noch nicht. Blitz, Eis, 30 Gold kostet so einer. Da würde ich sagen, lass uns mal in die nächste Welt gehen. Also 5 Samen haben wir nur hier drin. Oh mein Gott. Ernsthaft? Ist aber noch gefährlicher jetzt. Ah, okay. Ah, die sind automatisch jetzt. Okay. Jetzt verstehe ich's. Heißt, dann werden die Wolken allzu gefährlich. Aber einen Treffer, man ist weg. Oh, da waren Samen. Och Mann. Darf doch nicht wahr sein. Hier drin. Ist es eigentlich echt leicht, die 5 Samen eigentlich zu kriegen. Eigentlich. Oh mein Gott. Ich weiß ja nicht mal, wann überhaupt wieder Feuer kommt und wann nicht. Das weiß ich ja leider nicht. Das ist ja crazy. Woher soll man das denn wissen? Das weiß man doch gar nicht. Wo natürlich die Gegner sind, okay, da kann ich es verstehen, dass ich glaube, ich da kann kein Feuer sein, aber trotzdem. Nein, ich habe das Feuer nicht gesehen. Oh mein Gott. Gott. Naja, nächster Checkpoint habe ich schon mal. Mir gefällt ehrlich gesagt der Regen lieber als wie das Feuer. Thank you.
glaube, jetzt bin. Oh! Wow, 3 von 5. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist mega Gold, kann das sein? Belohnung 3. Die habe ich ja noch nie gesehen. Wow, ich habe es geschafft. Natürlich ein bisschen schade, dass ich die Samen da nicht alle bekommen habe. Ah, da hieß. Was? Der hierische Fuchs, oder wie auch immer du dich nennen magst. Hat dieser senile alte Baum endlich einen blauäugigen Handlanger gefunden, der ihm die magische Rinde besorgt? Mir doch egal, von dir lasse ich mich nicht anstacheln. Wie du meinst. Dann lass uns lieber schnell zum Stich kommen. Wow! Oh, jetzt wird das sauer, oder? Ist ja relativ simpel, muss ich sagen. Oh, ich habe ihn erwischt. Au. Ah, ich glaube, ich verstehe, wie er geht. Und tschüss. Erwischt habe ich ihn. Au. Erwischt. Ah Mann. Mit diesen Schüssen darf ich mich nicht treffen lassen. Au. Boah. Ich darf mich nicht in die Enge treiben lassen. Jawohl, ich habe ihn besiegt. Boah. Und ich habe die magische Rinde. Jahreszeit geschafft. Cooler Boss auf jeden Fall. So, das Bonuslevel kann ich sowieso nicht spielen, da ich ja noch nicht alle Samen habe. Was bekommen wir denn jetzt für eine Fähigkeit von dem Baum? Wahrscheinlich können wir jetzt die anderen Zielscheiben machen. Patty, Patty, ich hab die zweite. Ich meine, der tollkühne Fuchs hat eine weitere magische Rinde erkämpft. Oh, edler Jahreszeitenbaum. Treib es nicht zu weit, Fellball. Du bist wahrscheinlich ein Held. Hier, nimm diese roten Pfeile, welche dir einen kurzen Feuerstoß ermöglichen. Genial. Komm weiter, Rick. Die magische Rinde sammelt sich nicht von alleine. Bitte entschuldigt uns, allmächtiger Meister. Ihr seid eine Entschuldigung. Boah, die
Damit können wir jetzt die nächsten Zielscheiben holen und vielleicht eventuell auch die nächsten Körner. Na, Sachen können wir jetzt erstmal eh nicht kaufen. Aber hier können wir magische Samen benötigst du 12. Wow. Das heißt, dann müssen wir erstmal weiter auf die Jagd gehen nach magischen Samen. So, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Part ein. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen da und auch gerne ein Abo, wenn ihr mich von meinen weiteren Videos verfolgen möchtet. In dem Sinne, schöne Zeit und bis dann.